So, heute geht es mir darum zu zeigen, was in einem Transformationsprojekt wichtig ist. Das sind Vertrauen, Vernetzung, Verständnis und Verwegenheit. Und all das werde ich jetzt mal hier im Kletterpark Blackfoot am Fühlinger See üben. So, jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben mit der Infrastruktur, gesehen, dass alles fest ist, die richtigen Karabiner etc. ausgesucht. Und jetzt wird es darum gehen, mal zu überprüfen, ob das Ganze auch funktioniert. Das heißt, mal ein bisschen Vertrauen in die Infrastruktur zu bekommen. Mal sehen, wie das funktioniert. Ich muss darüber in die Liane springen und werde dann mich anschließend nochmal nach hinten abstoßen, um zu testen, ob dieser ganze Sicherheitskrempel wirklich so funktioniert. So, also soweit hat das schon mal funktioniert. Jetzt möchte ich nur wissen, ob dieses Seil mich auch hält, wenn ich nichts mache. Oh, funktioniert, nur fliegen ist schöner. Also es ist nicht ganz unwichtig, ein gutes Verständnis für die Lage zu bekommen. Dafür ist es eigentlich ganz gut, wenn man eine gewisse Übersicht hat. Und ich werde versuchen, mir die jetzt zu verschaffen, indem ich da hochklettere und mal die Lage abchecke. So, das Wichtigste oder beinahe Wichtigste in einem solchen Projekt sind Netzwerke. Ohne Netzwerke kommt man nicht von A nach B und hin und wieder ist es ehrlich gesagt auch das Einzige, was einen trägt. Und ich probiere gerade mal aus, ob dieses Netzwerk mich trägt. So, und was es auf jeden Fall braucht, ist eine Menge Verwegenheit, denn das wird ein langer Weg und man weiß nicht so genau, was auf einen zukommt, würde ich mal sagen. Schön. Na gut. Oh, das ist echt tief, verdammt. Na gut, tschö. Und, oh, komm, dann wird das schnell. Also, man braucht ein bisschen Mut und es ist ziemlich schnell, aber ich denke, es lohnt sich.